Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute bin ich den allerersten Tag nach einer Woche Urlaub wieder im Büro. Und was ich am allerersten Tag tue und was ihr vielleicht auch am allerersten Tag nach dem Urlaub machen solltet, das besprechen wir heute mal in diesem Video hier. Der allererste Tag wieder am Arbeitsplatz. Ne? Manche können es ja kaum erwarten, für manche ist es der Graus. Ich habe mich ehrlich gesagt durchaus gefreut, jetzt wieder hier im Büro zu sein, wobei es ist eigentlich nur eine kurze Zwischenstation, denn in diesem Jahr haben wir unseren Sommerurlaub aufgeteilt auf zweimal eine Woche. Naja, wenn du halt Unternehmer bist, dann machst du eh nie so ganz lange Urlaub, zumindest ist das nicht so meins, also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt gern 4 Wochen am Stück irgendwo ist, aber ich war jetzt eine Woche lang mit meiner Familie im Urlaub, bin jetzt für 4 Tage wieder hier und mache dann nochmal eine Woche Urlaub. Und deswegen ist das, was ich heute mache, eigentlich auch das, was ich dann in 14 Tagen wieder tun werde, nämlich das, was man am allerersten Tag als Händler wieder machen sollte. Viele haben ja die Vorstellung, wenn du aus dem Urlaub kommst, du setzt dich dann einfach hin, schnell die Charts aufgemacht und ganz schnell geschaut, wo kann ich denn die ersten Trades machen? Und als ich heute früh ins Büro gekommen bin, war ich natürlich auch erstmal neugierig und habe meine Kollegen gefragt, und wie läuft's? Wie sind die Konten gelaufen letzte Woche? Ne, das ist ganz normal. Ich habe zwar immer so kleine Updates natürlich per WhatsApp bekommen, aber da will man dann schon ein bisschen mehr wissen. Konten sind alle gut, alle auf Allzeithoch, also das ist in Ordnung. Aber ich gehe eben jetzt nicht her und schaue mir die einzelnen Positionen an, sondern das allererste, was ich mache, ist, ich schaue mir meine Morgenroutine an. Das heißt, ich bin ja kein Verfechter davon, dass man sich die Morgenroutine zuarbeiten lässt, sondern ich für mich persönlich empfinde es sehr, sehr als Vorteil, wenn man die Morgenroutine selbst macht. Nennt das jetzt Morgenroutine, nennt das jetzt euren Marktüberblick, wie auch immer ihr das Ganze bezeichnet, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Wichtig ist nur, dass man sich einen Überblick über die Märkte verschafft. Und ich will euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen, durch meine Morgenroutine durch und einfach hier heute für den, heute ist der 24.07.2017, das heißt, ihr seht das Video jetzt in 2 Tagen am Mittwoch, also da dürfte sich jetzt, wer weiß, vielleicht hat sich auch schon viel geändert, aber ein paar Dinge sind dann noch zumindest fast aktuell. Wie fange ich so eine Morgenroutine an? Naja, natürlich, ich habe ja hier eine vorgegebene Tabelle, mit der ich arbeite. Warum habe ich so eine Tabelle? Ganz einfach, um nichts zu vergessen. Also, dass man einfach sagt, okay, ich gehe Punkt für Punkt für Punkt meine Sachen einfach durch. Und wenn ich eben als allererstes hier hinschaue, dann fällt mir natürlich sofort einmal hier der VIX auf. Und da sehe ich natürlich, oh, der ist ja, der VIX, wenn ich mir den anschaue, der ist ja jetzt hier auf 9,36 runtergefallen am letzten Freitag. Das heißt, das ist einer der tiefsten Stände, den es jemals gab. Das scheint der tiefste Stand zu sein, den wir hatten. Wir hatten das schon mal im Jahr 2006 und wir hatten hier schon mal, was war das? Im Jahr 1993, da waren wir sogar mal bei 9,31. Also, wir waren schon etwas tiefer, aber 9,36 ist natürlich ein sehr, sehr niedriger Stand. Wenn ich jetzt weitergehe, schaue ich mir als nächstes die Advanced Decline Linien an. Das heißt also die steigenden versus den fallenden Aktien. Und da ist mir natürlich auch gleich etwas aufgefallen, nämlich, dass wenn wir uns hier mal die ganzen 3 Linien anschauen, dass die alle auf 9 Allzeithoch sind. Das heißt, wir haben hier die Advanced Decline des Russells. Auch der ist am Donnerstag letzte Woche auf ein neues Allzeithoch gegangen. Das heißt, färbt sich alles grün ein. Tolle Sache. Sieht es noch nicht so spektakulär aus, wie jetzt vielleicht bei der Nasdaq oder wie an der NYSE. Aber es zeigt, dass auch die Nebenwerte zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind und die Advanced Decline hier, nachdem sie ja lange, lange seitwärts gelaufen ist, dass die auch jetzt hier nach oben ausbricht und ein neues Hoch macht. Also grüne Ampel, ein durchaus positives Zeichen. Als nächstes schaue ich mir dann den Fear and Greed Index an. Ne? Die meisten von euch kennen das, wer jetzt ganz neu hier auf diesem Kanal ist. Diese Morgenroutine ist ein ganz wichtiger Bestandteil aller unserer Dinge, die wir tun. Also wir haben das im Webinar kleine Konten gemacht. Wir haben das natürlich sehr, sehr ausführlich in unserem Coaching-Programm gemacht. Und es gibt also eine Seite von
CNN, CNN Money, und da wird der sogenannte Fear and Greed Index dargestellt. Gibt es auch schon ein paar Videos hier auf diesem Kanal, und das habe ich letzte Woche schon gesehen, weil ein paar Sachen schaue ich mir dann ja immer hier auf dem Smartphone an, und da ist mir aufgefallen, dass der schon relativ hoch gegangen ist. Also ich hatte den vor dem Urlaub, war der auf ungefähr 50, also ziemlich neutral, und wenn man sich den jetzt anschaut, dann ist der auf 73 angestiegen, und wenn man in die Tabelle schaut, dann sieht man, dass der sogar schon ein bisschen höher war, nämlich am Donnerstag war er sogar schon auf 76. Und bei 80 geht für mich immer so diese Phase los, wo ich sage, oh, da scheint es jetzt kurzfristig ein bisschen zu viel Euphorie im Markt zu sein. Passt natürlich zum Verhalten des VIX, sehr, sehr niedrig. Es passt auch zum zu den Advanced Decline Linien, also sehr positiv. Und jetzt eben hier der Fear and Greed, eher so ein bisschen, naja, wir laufen langsam heiß, ne? Und jetzt habe ich ihn für mich noch mit einer gelben Ampel. Er ist noch nicht rot, weil er noch nicht 80 ist, aber es ist eben schon mal ein kleiner Hinweis. Als nächsten Punkt schaue ich mir jetzt die verschiedenen Indizes an, aber auch ausgewählte Rohstoffe, Währungen, Zinsen, und schaue mir ganz einfach an, wie haben die sich denn jetzt in den letzten Tagen verhalten. Und da ich das ja systematisiert haben möchte, nutze ich was relativ Simples, ihr kennt das, und zwar nutze ich ganz einfach hier einen 21er gleitenden Durchschnitt, einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, und schaue mir das Ganze auf Tagesbasis und auf Wochenbasis an. Und wenn ich das hier so durchgehe, dann fällt mir natürlich auf, dass sich da auch ein bisschen was getan hat. Wenn man sich die ganze Übersicht anschauen würde, dann gibt es hier deutlich mehr grüne als rote Zeichen. Das heißt also, insgesamt sieht das ganz gut aus. Es gibt aber ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, die zumindest so ein bisschen, naja, ein ganz klein wenig die Alarmglocke lauter werden lässt. Ne? Sie bimmelt immer noch ganz leise, aber ein bisschen lauter als vorher schon. Und zwar ist das zum einen, dass der Dow Jones Transportindex plötzlich schwächer wird. Ihr kennt alle die Dow-Theorie, dass Dow Jones und Dow Jones Transport sollten gleich laufen. Und wenn man sich das momentan hier im Tageschart anschaut, dann fällt einem halt auf, dass Dow Jones Index, also der ganz normale, der läuft ja immer noch schön nach oben, hat auch jetzt vor wenigen Tagen erst ein neues Allzeithoch erzielt, aber der Transport, der ging gerade in der letzten Woche schon deutlich nach unten, ist schon unter seinen 21er gefallen und hat auch damit das Hoch, was er im März 2017 hatte, erst einmal wieder nach unten gebrochen. So, Fehlausbruch, wir wissen es nicht, ne? Aber zumindest ein kleines Alarmsignal. Dann ist mir natürlich aufgefallen, diese Schwäche in den europäischen Aktien, sowohl der DAX als auch der Eurostoxx 50 sehen mittlerweile schwächer aus. Und wenn wir dann auf die Währungsseite kommen, da ist natürlich ganz klar die, auf der einen Seite die Stärke des Euro. Der Euro jetzt mittlerweile über 1,17 gegangen. Das heißt, hier scheint wohl der Ausbruch über die 1,15 jetzt erst einmal geglückt. Nicht geglückt, sondern geglückt. Und insgesamt sieht man natürlich, und da mache ich euch auch jetzt hier wieder ein Bild dazu, dass eben der Dollar, nachdem er ja die ganze Zeit deutlich stärker war, dass der jetzt plötzlich schwächer ist. Ne? Und das ist ja jetzt keine ganz neue Entwicklung, sondern wenn man sich hier den Wochenchart anschaut, dann sehen wir ja sehr deutlich, dass er dann gerade nach der Wahl von Donald Trump sehr stark war. Der Dollar-Index ist hochgelaufen bis auf knapp 104 und dann so mit Beginn des Jahres setzt aber eine Abwärtsbewegung ein. Wir sind mittlerweile schon wieder bei 93. Das heißt, wir haben 10% ungefähr verloren, und das zeigt natürlich, dass der Dollar gegenüber nicht nur dem Euro, sondern auch vielen anderen Währungen zuletzt schwächer geworden ist. Und was kann man daraus jetzt ziehen? Naja, auf der einen Seite, wir haben im Dollarindex ein neues Jahrestief, das heißt, rein technisch betrachtet ist das ein klarer Abwärtstrend. Zum anderen ist es natürlich so, für wen ist denn das positiv und für wen ist denn das negativ? Wenn wir mal überlegen, der Euro wird stärker, das heißt, wenn ich als deutsches, wenn ich als europäisches Unternehmen, wenn ich etwas exportiere, dann bekomme ich
jetzt schlechtere Preise, als wenn der Euro eben sehr, sehr niedrig ist. Ne? Das heißt also, es ist schlecht für die Europäer, für die europäische Wirtschaft und es ist gut für die amerikanische Wirtschaft, weil ein schwächerer Dollar heißt natürlich, ich kann amerikanische Produkte auf der Welt günstiger verkaufen, weil die Währung eben weniger ist. Zum Thema Währungshedge übrigens wird es auch noch ein Video geben, weil da habe ich auch in den letzten Tagen das ein oder andere gelesen in Foren und so weiter, wo ich sage, naja, denken wir mal ein bisschen genauer darüber nach. Das ist mir also aufgefallen und da habe ich jetzt zumindest für mich schon wieder so ein erstes Bild. Ne? Also Aktien grundsätzlich stark, man sieht das auch, also die Technologiewerte sehr, sehr stark. Man sieht ein bisschen so eine Art Doppeltop. Financials, auch die, obwohl sie gestiegen sind, geben so langsam so ein bisschen das Momentum ab. Nach wie vor super, zum Beispiel Healthcare-Aktien. Und hier habe ich jetzt so mal so das erste Bild zumindest schon wieder. Zum Schluss schaue ich jetzt noch ein bisschen auf die innere Struktur des Marktes. Das heißt, ich habe mir jetzt noch angeschaut Put-Call-Ratios. Ich habe mir noch angeschaut die ansteigenden Volumen, neue Hochs, neue Tiefs. Gab es Panikzeichen und dergleichen. Und da muss ich allerdings sagen, da gibt es eigentlich nichts, was irgendwie besondere Aufmerksamkeit hervorrufen würde. Es fällt natürlich auf, gerade beim Blick auf die Volatilitäten, dass die alle sehr, sehr niedrig sind. Also wenn wir die IVRs uns anschauen, gerade im Aktienbereich, was Indizes anbelangt, die sind natürlich alle sehr, sehr niedrig, teilweise deutlich unter 10. Der Spider, also der S&P 500, eine IVR von nur 1,09, also ganz, ganz unten in der Spanne. Und das ist natürlich nichts, was jetzt irgendwie den Optionshändler besonders motiviert, jetzt hier wahnsinnig aufs Gas zu geben. Und dann der letzte Blick, den ich ja immer noch wage, das ist der auf die Zahlen. Und da ist natürlich diese Woche ganz interessant, dass am Mittwoch die amerikanische Notenbank, die Fed, um 20 Uhr unserer Zeit die FOMC-Aussage bringt. Das heißt also, was wird jetzt mit den Zinsen gemacht? Werden die erhöht? Das Protokoll der letzten Sitzung wird veröffentlicht. Es gibt allerdings keine Pressekonferenz diesmal, sondern es wird einfach nur gesagt. Und dann haben wir natürlich diese Woche, wir sind ja mitten in der Earnings-Season, also unheimlich viele Zahlen. Es gibt unglaublich viele Firmen, die in dieser Woche ihre Zahlen veröffentlichen. Und wenn wir das jetzt alles mal so zusammenfassen, dann ist natürlich der Punkt ganz klar, wie ich mich jetzt, bevor ich jetzt mal meine ganzen Positionen, die offen sind, mal anschaue, wie ich mich verhalten werde, nämlich sehr, sehr defensiv. Weil zum einen, wir haben grüne Ampeln, das spricht natürlich dafür, sich zu engagieren. Im Aktienbereich wird es relativ schwierig werden, weil wir eben wie gesagt Earnings haben und du möchtest ja keine Optionspositionen aufmachen, wenn dann gerade die Earnings verkündet werden. Das heißt, es sei denn, du machst spezielle Earnings Trades, aber das ganz normale Handeln, das wirst du jetzt zurückfahren müssen. Da wird jetzt erstmal in den nächsten 2, 3, 4 Wochen nichts passieren und dann ist natürlich so bei so einer wahnsinnig niedrigen Volatilität jetzt im Sommer diese geringen Volumen, die wir haben und dann eben auch noch sowas wie eine Fed-Sitzung, da kann schon mal ein bisschen was, da kann schon mal ein wenig rumpeln und da wäre es natürlich Quatsch, wenn du jetzt gerade voll engagiert wärst, sondern jetzt ist es so defensiv verhalten, das heißt, die Positionen, die wir haben, die werden wir ganz normal verwalten, da nehmen wir jetzt auch nichts extra raus, weil es gibt trotz der ein oder anderen roten Ampel, die hier leuchtet, gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass wir jetzt für einem riesengroßen Crash stehen würden. Europa muss ein bisschen aufpassen, weil da sehen die Chartbilder mittlerweile wirklich sehr, sehr schlecht aus. Das heißt, da könnte es auch mal ein bisschen mehr runtergehen. Natürlich auch, wenn man die Nachrichten verfolgt hat. Ihr habt das alle gesehen mit den deutschen Automobilwerten. Deutschland ist Automobilland. Die Wirtschaft hängt an der Automobiltechnik im Grunde genommen. Und da muss man schon jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, da würde ich jetzt auch momentan keine DAX-Puts oder dergleichen schreiben, auch wenn da die Vola vielleicht ein bisschen hochgegangen ist. Also da würde ich mich momentan noch zurückhalten. Und deswegen wird es wohl vom reinen Handel her eine sehr, sehr ruhige Woche werden. Ich werde mich eher auf Märkte konzentrieren, die etwas abseits der Aktienmärkte sind. Also wenn du jetzt sowas mal schaust, wie eben jetzt beispielsweise die Getreide oder die Fleischmärkte. Wir werden uns mal Öl natürlich anschauen, was das macht. Also das sind so Märkte, die wir machen. Aber alles andere werde ich eher ruhig sein. Und jetzt habe ich
nach dem Urlaub wirklich einen guten Einstieg wieder. Das heißt, ich weiß erstmal, wo ich stehe, ich weiß, wo der Markt steht, ich habe mir einen Überblick verschafft und kann eben jetzt relativ gelassen an das Ganze herangehen. Und als nächstes gehe ich eben jetzt und schaue mir erstmal an, was haben wir denn überhaupt an offenen Positionen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ihr das genauso macht, also ob ihr auch hergeht und schaut euch solche Dinge an. Startet ihr auch mit einem Überblick, wenn ihr wiederkommt, ne? Wenn ihr jetzt lange nicht am Markt wart, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen, keine Ahnung, wie lange ihr Urlaub macht oder nicht da seid oder beruflich verhindert seid. Wie macht ihr das? Wie startet ihr da wieder rein? Was gibt es für Dinge, die euch hier noch interessieren, wenn es diese gibt? Naja, dann schreibt mir das wie immer unten in die Kommentare rein und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin euch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.